Fisch? Wie heißt der? Ich hab's nicht. Achso. Egal. Perfekt, machen wir. Ich frage einfach, ob der Koch mir was liefern kann. Perfekt. Wir sollten uns wahrscheinlich auch für hier verständigen können, wenn wir hier schon so rumlaufen. Also hier ja. Einmal ein Funkgerät für einen von euch. Ja, nimm ruhig. Ich hab's. Genügend hier. Habu, kannst du deins nehmen und ich nehme mir auch mal eins. Aber welchen Funk nehmen wir denn schon? Ich würde sagen 109. 109 ist eine gute Frequenz. Funkcheck. Funk. So, jetzt check, check. Ja, perfekto. Check. Also, in Auftrag gegeben sind zwei Wachtürme hier vorne, natürlich ein Haupthaus hier hinten, auch einen kleinen Freiraum, so einen kleinen Freiraum mit ein bisschen Absperrung, dass die Gefangenen nicht in die Vorderfront kommen können, also nicht hierher, so dass die hinten so einen kleinen Pausenhof haben. Okay, okay, okay. Ja. Also, ich würde dann sagen, hier unser Santos, der macht schon mal das Fundament klar. Der perfekt. Abu, der macht dann hier die Umzäunung und schon mal hinten ein bisschen den Pausenhof, wie das dann aussieht, mit ein paar Drückbänden, paar Sitzgelegenheiten und so. Vielleicht auch ein Basketballkorb, man weiß ja nicht. Welche Wachtürme aufbauen? Die Wachtürme, die übernehme ich hier hinten. Hier vorne. Hinten bin ich mir noch nicht sicher, ob wir dort noch einen Wachturm brauchen. Das werden wir zum gegebenen Zeitpunkt sehen. So, Jungs, dann frohes Schaffen sozusagen. Wie gesagt, Werkzeug ist ja. Frohes Schaffen. Also passt ja. Warte, ich muss jetzt sein, das ist jetzt die Hauptfrage. So, wo ist denn das hier? Das glaube ich, ein Besten. Ich glaube, dafür die 6 die nehmen wir hier. So.
Bocken wir ihn? Da auf dem Zettel, Junge. Jungs. Na, okay. Wir sind gleich wieder da, Chef. Ja, genau, wir müssen nämlich mal einen LKW besuchen. Ich kann ein bisschen bauen, ja. Ich weiß ja nicht, welchen Knast ihr genau machen wollt, was so genau wie halt aussehen soll. Ich weiß jetzt nicht. Du kannst mir beim Hof helfen. Komm, Elias kann ja ein bisschen helfen. Ja, ich mach erstmal das Fundament. Ich hätte einmal eine Frage an euch. Was wird hier überhaupt gebaut? Ja, wir haben ja, komm mit, Elias. Wir machen uns nicht. Ja, wollen wir. Dann, wird das auch von JVA-Beamten bezogen. Schlussendlich. Achso, ja, okay. Na, okay. Ja, ich frag nur. Perfekt. Connection lost. Oh, das ist jetzt nicht so, wie ich das mache. Das muss ich nämlich mitnehmen. Oh, jetzt haben die mir das mitgenommen. Oh, stimmt. Oh, ich jetzt mitnehmen soll. Das war's. Ja, schreib einfach schon mal in die Liste und dann kümmern wir uns darum. Chef. Manfred. So, Entschuldigung. Ja. Chef. Ja, was ist? Wie finden Sie die vorderen Teile erstmal? Das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon gut aus. Das passt nicht mehr. Okay, perfekt. Ja, das soll dann der Eingang werden. Ja. Gut, du kannst da mal schon vorfahren. Ich warte auf.
Oder auf Kiste warten, die ist relativ. Eine Kilo Kiste Muttern. Die Muttern kriegt man beim Baumarkt. Die. Achso. Ja, ich hab Kilogramm gelesen. Ich hab Kilogramm gelesen. Natürlich. Ja, Schrauben und Muttern kriegt man beim Baumarkt. Zement. Ja, muss man jetzt selbst vermischen, ne? Ja, aber wir brauchen halt die Stack. Sollen wir Zement direkt fertig kaufen oder selbst vermischen? Die müssen wir sowieso selbst vermischen. Zement fertig geht ja nicht. Ja, nee, also. Ja, egal. Ich weiß gar nicht, was ich meine. Ja, wir holen das Pulver dafür. Also dieses Zementpulver, keine Ahnung, wie es heißt. 3x2. MM2, was ist das nochmal? Hallo? Hä, hey, wo ist Adamann? Ey, das ist ein AFK. Oh mein Gott. Der wird gleich gekickt, ich sag's dir. Warte mal, ich hab mal kurz eine Frage. Also, das ist eine große Kiste, ne? Und das hier ist eine kleine Kiste, ne? Und was ist das hier? Hä? Genau die gleichen. Genau, das ist genau die gleiche. Nee, nee. Oh ja, die Rüstung. Ah ja, die ist kaputt. Ja, die holen wir nicht, die holen wir nicht. Die holen wir die und die. Mach ich. Dann bis gleich, bis gleich. Ja. Hier. Hey, warte, hast du mich zweit? Was noch nicht? Nein, das ist. Achso, ich dachte, die wäre zugeschlossen, deswegen. Nee, ist nie zugeschlossen. Schöner Arbeitstag, gute. So. Oh. So, wir haben ja schon die Schrauben, warte mal, also die Schrauben, die Muttern haben wir hier bestellt, ne? Muttern, Schrauben, eine kleine Kiste Schrauben, so. Ah, da sind sie doch. Oder? Eine kleine Kiste Muttern, hier ist die. Okay, Schrauben, super. Boah, das ist aber richtig schwierig, heilige Scheiße, Mann. Wow. Oh, Scheiße. Ist ein bisschen schwierig hier durchzusehen. So, Muttern sind schon mal drinne. Ah, super. So. Die sind dann schon mal drin. Boah, Scheiße. So.
Was habe ich noch? Boah, das war ziemlich schwer jetzt. Zwei große Kisten Zement. Wow, scheiße, Mann. Können Sie mir den mal... So. Fahr ich jetzt mal kurz. Mit den Dingen und hol die Kisten, weil die sind nicht so schwer. Ja, Leon ist gerade hier dran. Welchen Microsoft-Account hast du nochmal? Läuft der über meine E-Mail oder worüber läuft? Ich weiß es nicht. Über meine, glaube ich. Durchlauf. Hast du gehört, Leon? Ja. Der Louis meinte, läuft über seine. Ich hab's gehört. Gut. So. Einmal hier reinfahren, bitte. Heraus. So. Zement ist schwierig. So, was haben wir denn noch? Ja, das bringe ich erstmal. Zu der Baustelle. Manfred, komm mal kurz. Also Elias versucht gerade die Stacheldraht aufzubauen, ja, damit die halt nicht fliegen können über die Zäune. Die Frage ist, ob es so gut aussieht oder wir es einfach komplett lassen sollen. Wenn, dann gibt es sogar, glaube ich, sogar extra nochmal extra Zäune, wo sogar ein bisschen Stacheldraht dran haben. Aber so braucht man es eigentlich nicht. Nee. Da reicht also. Ja, dann reiß mal. Auch statt so, dass ihr hier hinten nochmal extra macht, auch hier einfach durch den Zaun ziehen, dann haben wir nochmal eine größere Fläche, aber es sieht jetzt auch nicht. Ja. Ja.
Router, das ja, was du benutzt, sieht für mich aus wie unbearbeitetes Holz. So, Rinde. Echt? Ja, das sehe ich gerade so. Sieht stark nach Rinde aus. Hä, was ist hiermit passiert? Kannst du ja rausschneiden. Ja, ich bin mit dem Zugexpress hergefahren. So, also. Ich hab jetzt das. Also die Schrauben, die kleine Kiste Schrauben, die kleine Kiste Muttern und die zwei Zements habe ich jetzt mitgenommen. Danach gehen wir nochmal fahren. Okay. So, du kannst schon mal. Wir tragen dich schon mal raus, Adamann. Und dann wollte ich sagen. Erst die großen Kisten, weil die sind. Bei der nächsten Fahrt holt ihr mal einen Gabelstapler, nämlich den brauchen wir unbedingt hier. Wie holen wir den? Es gibt ja ein paar Verleihorte, wo man so Gabelstapler herbekommen kann. Vielleicht auch im Industriekomplex, die haben 100%ig einen Gabelstapler. Ihr wisst schon, wie die aussehen. genau. Danke. Also, ja, den holen wir. Vielleicht könnt ihr auch beim Baumarkt machen, ich weiß gerade nicht, wo man den unbedingt herbekommt. Hier ist schon mal. Wir tragen jetzt erstmal weiter, ja? Das dauert eigentlich jetzt ein bisschen. So, perfekt. Aufeinander oder nebeneinander? Aufeinander oder nebeneinander, Chef? Grau. Grau? Welches? Hell, dunkel oder ganz? Ach, das ist schon 10. Das fünfte letzte von unten. Fünftletzte. 1, 2, 3, 4, 5. Das war. Perfekt. So, warte. Ja. Also Fundament steht mal, Chef. Perfekt. Dann kannst du die Wände reinziehen. Ich mach dann erstmal die Türen rein. Okay, okay. So, Chef, ich hab das schon mal markiert. Also das hab ich nicht selber, das stand halt so drauf, ne? Geben Sie mir dann noch die Schlüssel für dieses schöne Gefährt. Ich möchte auch mal ein paar Spritzton. Hallo, Ostender. Geben Sie mir mal die Schlüssel. Warte, ich komm raus. Geben Sie mir mal die Schlüssel. Ja, Adamann, mach mich mal Buddy, damit ich bei dir Text drauf mache. Also, da war ja vorher schon Text drauf, aber du weißt. Ist abgegangen. Warte, ich das mal finden. Ich muss kurz reinsitzen, damit ich es machen kann. Ich glaube, es hackt. Okay, so bist. Ja, gibt's denn doch. Ich guck mir jetzt gleich hinten an. Ich kann, darf ich fragen, was sie bauen? Wir fahren weiter. Warte. Haben wir die Liste hier? Nein, wir haben die Liste vergessen. Warte, was brauchen wir? M2, keine Ahnung. Ich habe vergessen, was das nochmal ist. Achso. Steht. Ja, wollen wir dann nicht erstmal den Gabelstapler holen? Also bevor wir zum Baumarkt, ja, lass ihn. Die 2000 Meter, so, das sind Leitungen, das sind Kabel, die könnt ihr.
Warte, warte mal kurz. Ich will mal dieses Schnuckelchen fahren. Nehmen Sie doch am besten die Gittertür. Ja, aber vielleicht so Klapptür. Eins wäre zu dick. Ich glaube, da wäre die Hälfte besser. So, ich weiß schon. Zwei wäre dabei vielleicht auch noch besser. Horst? Ja? Kannst du den vielleicht ein bisschen weiter nach links, damit es besser anschließt? Dann wird es auch mit der Treppe, glaube ich, sogar besser passen. Ja, genau, genau. Das reicht schon. Perfekt, danke. Bitte, bitte. Kurz mal weggehen, bitte. Das schreit danach aus. Das könnte ich nicht sagen, aber nein. Ich glaube, das sieht schon besser aus. Ja. Ja, das sieht einfach besser aus. Gut, mal hier schon mal das bereiten wir schon mal vor. Und, okay. Glaub, außerhalb machen wir dann wie heißt Chef, wie finden Sie die Wand? Die Wand? Ah, ja, doch, die Wand mit Fiedel, das passt, ja. Das perfekt. Stimmt, mittlerweile sind ja wieder die Alten da. Oh, stimmt, es sind wieder die Alten da. Fuck man, der ist tot! Was? Die haben ihn erschossen! Die haben Rajesh erschossen oder so! Der muss jetzt vom Arm gegabelt werden! Ich habe ein Lager hinten, ich hab's knallen hören und es ist so ein Typ nachgefahren, der hier im Town stande. Der ist uns nachgefahren. Ich hab's knallen gehört, auf einmal lag Rajesh dort. Ich habe einen Arzt gerufen, der ist gerade im Krankenhaus. Fuck man. Das vorhast, aber hast du dran gedacht, wie ich den hier rauskriege, ist auch ein Hinrichtungsraum mit elektrischem Stuhl oder Giftspritze zu machen, vielleicht als Part vom Gefängnis. Also das aktuell mache ich gerade nur das Fundament. Chefchen! Chef!
Was ist PIN? PIN 2391 2391. Ja, 2391. Chefchen. Ja? Wie sieht's denn vielleicht aus mit einer Art Hinrichtungsraum oder so, oder eher unerwünscht? Ja, die Hinrichtung, also so mit halt elektrischem Stuhl oder Giftspritze oder sowas, halt so ein kleines Kopfteil. Ich glaube, im Staat wird sowas sowieso nicht passieren, weil Hinrichtungen sind... Glaubst du nicht, dass wir einen Schwerverbrecher haben? Aber... Also ich würde es nicht machen, weil es wird nur Platz finden, erstens, zweitens... Alles gut. Es wird keiner hingerichtet hier. Außer wenn... Ja, alles gut. Mal ein bisschen verrückt spielen, aber, ja. Ja, siehste. Nee, alles gut. Ja, also, so Hinrichtung im Staat ist eigentlich nicht so erlaubt, so laut. Sehr gern gesehen. Gesetz. Nee. Naja, mach sie so. Ich bin nur LKW-Fahrer hier. Ja, also wie gesagt, den Gabelstapler, den müssen sie kurz rausholen. Ich muss den halt schieben, weil der Motor hat manchmal Probleme, deswegen. Ich kann den jetzt nicht rausfahren, ich muss ihn ein bisschen rausschieben. Der Motor hat Probleme. Ja, die haben uns einen ganz alten gegeben, keine Ahnung, vom gefühlten 19. Jahrhundert. Warte, ich hol ihn mal raus. Ich geh rein, ich muss mich hier reinklitschen. Rausgefallen. Achtung! Scheiße. Wo ist er hin? Oh, ja, ist umgekippt. Ja. Ja! Sehr schwer. Er ist immer umgekippt. Ich muss die gerade. Ich konnte die gerade noch halten und wieder aufrechtstellen. Eieiei, das war aber knapp. Das ist das gute Teil. Wie gesagt, ich gehe jetzt wahrscheinlich mal kurz im Krankenhaus abholen. Ich hoffe, er hat es überlebt. Ich bete drum. Dann könnt ihr auch nochmal herkommen. Dann werde ich. Chef? Ja, was ist los? Soll ich die eine Wand mal noch offen lassen oder auch schon gleich zumachen? Man könnte sie schon zumachen. Vorne sind jetzt beidseitig Keypads angebracht. Man könnte also raus. So ist es nicht. 2931, gell? 2391. 2931. 2391. Okay, 2391, passt. Ja. So. Es ist ein so behindert. Nicht vergessen, noch ein paar Bänke hinzubauen und so, dass sich auch Leute hinsetzen können zum Essen. Ja, ich baue gleich noch Bänken. Ich baue gerade einen schönen Wasser. Horst, du musst hier wieder beim hinteren auch eine Säule ein bisschen verschieben, damit es mit der Tür in Einklang ist.
Die wurden in Kisten geliefert, deswegen, die musst du jetzt so zusammenstecken, Scheiße und so. Ganz komisch, Scheiße, neu. Ich hab... Ja, gab's nicht mehr so, die gab's nur noch in Kisten, deswegen, wir haben uns selber gewonnen, haben wir die gleich genommen. Warte mal, du willst ja noch den Baupattern sicherlich haben, du hast ja neue was. Ich geb dir jetzt erstmal den Eismann wieder, hier, ist der alte. Scheiße, ich hab den gar nicht bei mir, da liegt er. Das müsste eigentlich alles sein, ja, genau. Adamant, du musst das mal beschriften, ich kann das nicht mehr. Warte mal, was waren denn jetzt immer die anderen? Ich andere. Ich zeichne sie immer so ein bisschen abgeruppelt. Deswegen erkenne ich, das waren doch die dreimal. Das ist 3x15. 3x15er. 1,5er. Ja, das sind. Haben wir irgendwo hier in so viel? So ein Kaffee, Durst. Wir haben noch sicherlich irgendwo einen Wasserspender, oder nicht? Das Blöde ist, ich kann... Oh, fuck, ich bin gerade. Wie, wir haben kein Essen mehr. Alles chillig, ich hab mich nur selber eingesteckt und so. Ich hab ein bisschen was eingesteckt und so. Hier, bitteschön. Ich hab doch was, hier. Ich hab schon. Okay, Pommes sind mittlerweile gar nicht mehr. Am besten wird euch nichts. Nee, die sind mies blöd geworden. Die sind mies blöd geworden. Ah, da ist ja ein Wasserspender. Das wusste ich gar nicht, dass wir einen Wasserspender haben. Ach, haben wir doch einen Wasserspender. Schön. Also hier war's doch. Ist das echt eine gute Abkündigung jetzt? Adam, so? Nee, ich hab vor uns noch, ich hab noch meine Trinkflasche dabei, deswegen. Okay, ich vergesse die immer. Trinkflasche, ulala. Ja klar, Soda-Stream, Junge. Wahrscheinlich noch in so einer Metallflasche. So, du hast neue Aufträge für uns, hab ich gehört. Na so, wir haben jetzt das, die bräuchten tatsächlich... Mach dir mal einen Regenbogen. Die bräuchten langsam auch Sanitär an. Nein, die gab's nicht einen Regenbogen, das ist nur eine alte Kiste, deswegen. Wegen den Zellen bräuchten wir langsam auf Sanitäre ein. Anlagen zum Beispiel brauchen Toiletten, wäre wichtig. Toiletten. Wäre auch langsam wichtig. Doppelbetten oder normale? 2, 3, 9, 1. Aber Toiletten gibt's unten in Wukong. Da ist irgendwie gerade so ein Laden, der sowas exportiert und importiert und so weiter. Da müssen wir runter nach Wukong. Betten ist. Matratzen müssen wir dann bestellen wahrscheinlich. Aber die. Das kriegen wir, also das Gerüst von dem Bett kriegen wir auch beim Baumarkt. Ja, aber unten im Wukong kriegen wir diese Toiletten und Keramik-Scheiße. Der hat ja gerade so Importwaren und so weiter. Import-Export. Ja. Okay, ja, passt, ja, Leute. Dann klappt's ja. Das ist schön. Wir hoffen, dass wir auch... Gut, dann Meister, gib mal immer im Baublein her und dann machen wir uns Nuller, ja. Oh, nee, Nuller, gescheit. Jo. Eine Frage habe ich, Meister. Chef, eine Frage habe ich. Müssen das Doppelbetten sein? Du hast da Glockenkeeper. Doppelbetten oder... So normale, also eins. Ah, ich meine wegen den Hinterausgang, ne? Chef, da fehlt ein Keypad. Ja, ich seh's grad. Wie findest du, Chef? Ich bin für dich. Es sieht schon mal top aus mit den Grundgerüst. Jetzt musst du dir inneren Räume machen. Wir brauchen ein paar. Warte, ich sag dir mal gleich. Ich glaube, ich muss auch gleich hier noch was wechseln bei mir. Wo sind die? Da sind die. Ja, vor allem, ich hab's die ganze Zeit ausgerüstet und sehe nicht, dass ich's ausgerüstet hab. Och, Mann. Ich hab's einfach. So geht's mir auch schon die ganze Zeit. Ich hab Sachen und denk mir so, hä? Ich brauch das. Ach so, ich hab's, hä? Ja, krass, Mann. Ich würde sagen, hier vorne braucht man, werden 4 Zellen hingeballert. Auf der Seite werden 4 Zellen hingeballert. Bis zu dem ersten Posten hier, das wird, dann werden die Zellen groß genug. Hier vorne kommt dann noch ein Personalraum für die Leute, also für die Angestellten. Dort wird wahrscheinlich die Rezeption rein. Meister, wir sind gerade unterm Besuch. Wir haben gerade Besuch. Kriechen da unten drunter. Ja. Nimm deinen erstmal Spray. Hallo?
sind wir denn hier? Scheiße, es war aber kalt. Was ist das denn hier? Ein Gefängnis. Wir haben einen Auftrag bekommen, wir müssen ein Gefängnis bauen. Aha, interessant. Von werden dann auch hier JVA-Beamte sein, die dann hier alles managen werden. Interessant, von wem haben sie denn den Auftrag bekommen, wenn ich Franken habe? Oh, ich glaube, der ist mittlerweile schon längst aus dem Dienst. Ich habe eigentlich komplett seinen Namen vergessen. Das heißt, der ist aus dem Dienst raus, aber sie bauen ihm jetzt trotzdem noch ein Gefängnis. Das heißt, das kann ja mehrere Tage, ne? Das dauert ja mehrere Tage. Das heißt, dass kein Dienst haben, der Bescheid weiß. Muss ich das verstehen? Fragen Sie mich nicht. Der Staat und so. Sie wissen doch, wie es ist. Sie arbeiten selbst für den Staat. Wie komisch da manchmal ist. Naja, aber mit der Rede, das ist ASMR. Da kriegst du immer so Gänsehaut und so. In die Garage am besten, ne? Natürlich, fahr gleich richtig rein wieder. Und pass auf, dass du diesmal nicht hier einen über den Knüchel hauen lässt. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich hab nur so einen Schuss oder so gehört. Ich weiß nicht, ob du von den Karton erschlagen wurdest oder so. Hat sich halt so ähnlich angehört. Okay, so. Die Rohre, die sind etwas hinter. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich war schon mal hier. Warte, die sind hier. Warte. Wo sind sie? Hier. Da sind sie. Oh. Die sind auch schwer. Wir müssen doch nur Rohre, nicht in der Kiste. Nee, die Rohre sind in der Kiste. Die musst du zusammenbauen. Vergiss das nicht. Warte. Und 500. Kiste Mutter, eine kleine Kiste Mutter, eine, zwei große Kisten Zement, 2000 Meter, 3x25er Leitungen, genau. Ja. 2,5er, nicht 25er. Und 500 Meter, 3,15er. Ja, Das ist eine kleine Kiste. Eine große, also die 2,5er Leitungen sind die. Ja, genau, eine kleine. Ich nehme die kleine. Ja, dann nimm du die kleine natürlich. Ja, ich bin schwächer. Wow, aber das ist trotzdem schwer, Mann. Boah. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gegen eine Wand laufe oder so. Ah, scheiße. Aua. Ich bin gegen eine Wand gelaufen. Das schaffst du schon. So. Die Kisten sind echt schwer, ey. Ja, aber sehr. Ist aber schon nicht stark, dass du diese große Kiste alleine geschafft hast. Wow. Mhm. Die ist Linksfackel übrigens, ne? Ja, das vergesse ich immer wieder, ey. Es ist immer so auslandmäßig. Ja, wir arbeiten ja am Aus. Also, wir sind ja jetzt extra hier für die Arbeit hier. Wir wohnen ja normalerweise in Deutschland. Jetzt sind wir in Australien, das ist ja komplett un. Ah, Scheiße, Birkett ist hinter uns. Scheiße, Mann. Hey! Sir! Das gibt eine Dienstbeschwerde. Scheißegal. Hast du die Dienstnummer von den Herren gesehen? Nein. Scheiße. Ja, Ezekala hier, dem Start, die sind auch nicht mal so. Ja, fun. Bei mir aber auch ganz besonders. Du machst neue Kennzeichnungen drauf, die sind ja jetzt irgendwie alle abgerieben und so, das ist halt richtig behindert. Aber ich hole jetzt erstmal die Schwere raus. Scheiße, soll ich dir helfen? Ich helfe dir. Ja, pack mal den hier. Das machst du gleich die Kennzeichnung drauf, dann hol ich noch gleich die Kleinen. Du musst deinen Rücken jetzt schon. Ach, ihr habt weitergemacht. Perfekt. Schön. Die wurden in Kisten geliefert, deswegen die musst du jetzt so zusammenstecken, Scheiße und so. Ganz komisch, Scheiße, neu. Ich hab. Dann sind's wahrscheinlich alles Ringe statt. Okay, da müssen wir gucken. Ja, gab's nicht mal so, die gab's nur in Kisten, deswegen. Wir haben uns selber gewonnen, haben wir die gleich genommen. Warte mal, du willst ja noch den Bauplan sicherlich haben. Du hast ja neue was. Ich geb dir jetzt erstmal den alten wieder hier. Ist der alte. Scheiße, ich hab den gar nicht bei mir. Da liegt er.
Das müsste eigentlich alles sein, ja. Adamant, du musst das mal beschriften, ich kann das nicht mehr. Warte mal, was waren denn jetzt immer die anderen? Ich hab schon mal vergessen, diese Teilchen sind immer so ein bisschen abgeruppelt. Deswegen erkenne ich nicht, das waren doch die 3x. Das ist 3x15. 3x15, 1,5er. Das sind, Haben wir irgendwo hier so einen Kaffee, Kaffeeautomat? So, ich hab ein bisschen Durst. Kaffee? Das ist eine gute Frage. Wir haben noch sicherlich irgendwo einen Wasserspender, oder nicht? Oh, fuck, ich hunger gerade. Wir haben kein Essen mehr. Alles chillig, ich habe ich nur verzeiht eingesteckt und so. Ich habe ein bisschen was eingesteckt und so. Hier, bitteschön. Ich hab doch was hier. Danke. Okay, Pommes lohnt sich mittlerweile gar nicht mehr. Nee, die sind mies blöd geworden. Ah, da ist ja ein Wasserspender. Das wusste ich gar nicht, dass wir einen Wasserspender haben. Ach, haben wir doch einen Wasserspender. Schön. Hier war es doch Öl. Es ist so heiß, das ist echt eine gute Abkühlung jetzt. Adam, bist du auch? Nee, ich hab vor uns noch, ich hatte noch meine Trinkflasche dabei, deswegen. Okay, ich vergesse die immer. Ah, er und seine Trinkflasche, ulala. Ja, klar, Soda-Stream. Wahrscheinlich noch in so einer Metallflasche. So, du hast neue Aufträge für uns, hab ich gehört. Na so, wir haben jetzt das. Mach dir mal einen Regenbogen. Tatsächlich jetzt. Bräuchten langsam auch. Nein, die gab's nicht einen Regenbogen, das ist nur eine alte Kiste, deswegen. Wegen den Zellen zum auch sanitäre Anlagen zum Beispiel. Wir brauchen Toiletten. Wäre wichtig, wir brauchen langsam Betten. Doppelbetten oder wichtig, normale? 2391. Aber Toiletten gibt's unten in Wugong, da ist irgendwie gerade so ein Laden, der sowas exportiert und importiert und so weiter. Da müssen wir runter nach Wugong. Betten ist. Matratzen müssen wir dann bestellen wahrscheinlich. Aber die. Ja. Das kriegen wir, also das Gerüst von dem Bett kriegen wir auch beim Baumarkt. Ja, aber unten in Wugong kriegen wir diese Toiletten und Keramikscheiße, der hat ja gerade so Importwaren und so weiter. Ich muss noch was bereden. Ich bin dann hoffentlich demnächst wieder. Wir haben jetzt die Toiletten erstmal geholt. Wir haben die Toiletten, gleich holen wir noch die Bett Rahmen. Und wir haben die Karre erstmal aufgetankt. Die Matten, die kommen hier gleich an, die werden geliefert. Irgendwelche Bettrahmen. Ich habe jetzt einfach mal 20 Matten geholt und ja. Wir haben jetzt 4 Toiletten geholt. 16 gereicht, aber 4 auf. Ja, egal. Auf Vorrat ist immer gut. Ja. Oh, sind die schwer schon wieder! Oh. Nee, haben wir noch nicht. Hier, Nummer U. Oh, ich küsse dein Auge. Welcher Funk? Funk 109. Dort sind wir drinnen, dann können wir uns. Ja, ich bin sogar am Funk 109, das ist das Geile. Gut, ich werde mit dem Skateboard erstmal unterwegs sein. Ich muss mal kurz zur Polizei und denen alles auch offenbaren, weil gerade momentan nur kein Polizei da. Wo ist denn hier dann? Das ist da ganz vorne, das ist so eine Poststelle, sieht so ein bisschen aus. Da macht immer so ein bisschen Import. Ja, lass mal kurz Chips holen, ich hab mich Hunger. Kannst du machen, ich parke hier nur kurz rein. Oh, das ist gut, ne? Warte mal, wir müssen nicht reinparken, ich muss anders machen, Moment. Logisch denken. Super. Dann hol ich mal die Kisten raus. Schon mal eben eine Tüte Chips, ja. So, ah, wunderbar, sie haben sie im Lager wohnen, aber. Ah, oh, die gehen schon mal ein bisschen wieder, also. So. Nein, ich bin wirklich. Sonst wird ein bisschen viel werden, ich bin ehrlich.
Welche Klos müssen wir denn holen? Ungefähr 4, 5 so welche Kisten. 4, glaube ich. 4, okay, machen wir. Ja. Pack mal gleich mit an hier. Einfach hier aus dem Regal. Regal holen. Pack sie aber hier auf die Theke drauf, weil sonst kriegst du sie nicht durch die Tür und das. Muss ich so. Ja, dann hier so auf die Theke packen. Dann rechnet er das einmal und bezahlt das. Dann bezahlt er das einmal und dann. Ne, oh, dann ist hier. So, voilà. Nee, ja, genau, das sind große. 4 Stück sind's. Oh, scheiße, Mann. Boah, die sind schwierig. Jeweils sind 2 Toiletten drin, deswegen. Das ist ein gutes Stück. 8 Toiletten reichen. Das ist halt aber bald. Matratzen, wir haben hier Doppelbetten. Ja. Ja, das ist die letzte, warte. Lass den zusammennehmen. Auf der anderen Seite. Durch. Oh, da wird geschossen. Oh, oh. So, das kann Chef und wir verpissen. Wir verpissen uns in die. Check in. Aufpassen, sonst machen wir einen Textstream. Ich hab gerade das gesehen, er weggemacht. Ja, ich hab gerade einen Textstream gelöscht, egal. Oder ja. So. Egal. Sag mal einfach, die Kisten sind aufgebaut. Ich weiß nochmal nicht. Das hat man aber ganz schnell verpissen von hier. Ich bin froh, nach der Arbeit zu Hause zu sein. Ja, und dann erstmal schön eine schöne Cola trinken. Ja. Hab ich richtig Lust drauf. Und dann erstmal schön, ich höre da Lieferando. Hör ich da Lieferando. Bing, bong. Bing, hör ich da Lieferando. Hat deine Bodycam schon einmal Klick gemacht wieder? Richtig, hat sie. Wunderbar. Schön, dass du uns so unseren Alltag aufzeichnest. Finde ich wunderschön. Ja, ist doch cool. Also wir fahren jetzt aber auch gleich erstmal zur Tankstelle durch. Also wir fahren durch Stadt. Okay. Ich würde dir ab Tankstelle dir würde die Kontrolle geben. Da kannst du mal ein bisschen wieder fahren. Ich meine, du hast bestimmt. Oh, du fährst ja gerne. Ich hab's ja gelesen. Mit deinen Bewerbungsunterlagen und so weiter. Ich arbeite jetzt schon länger ein bisschen mit den Doorstander, also besonders mein Bruder, weiter, ne, also. Johnny Knusper heißt mein Bruder. Aber eine Ampel! Oh, Bremsvermögen 1+. Muss man auch mal austesten. Besonders mein Bruder, die arrogante Seite. Johnny Knusper, Junge, der hat auch sehr viel mit dem gearbeitet, der hat eine kontrollierte Sprengung mit dem gemacht. Ah, die fahren wahrscheinlich dorthin, wo es geknallt hat, ha? Nehme ich mal an. Ich glaube auch. Was ist das denn schon wieder für ein Kanzler? Penner. Der Begriff Penner regt mich schon auf. Junge, wie parkt ihr denn? Keine Ahnung. Deswegen hasse ich diese Stadt, die treiben sich Gestalten rum, meine Güte. Was hast du denn nie gesehen? Guck, siehst du, wir haben es geschafft, alles noch abzuholen rechtzeitig. Hast du die Betten abgeholt? Ja, die habe ich bestellt. Also die Matratzen, die, die Betten... Nee, die kommen, die Matratzen kommen dahin. Zur Baustelle. Aber wir haben die Bets Ding vergessen. Ich rede mal kurz im Discord, ne? Also, das ist eigentlich mies, gerade unsere Job zerstören, weil sonst konnten wir noch mal ein bisschen rumfahren. Aber egal. Was? Der Schluck Diesel, ne? Ja. Ja. Reiner. Dann mache ich ja mal voll. Moment. Dann kaufe ich einmal. Oh, da sind noch 48 Liter drin. Das sind noch 48 Liter drin. Ein Dabel. Ich fahre nochmal. X-Test? Der Schluck Benzin, Junge! Was? Das ist ein Benziner? Das ist sehr interessant. Schade, mein Diesel war so viel drin, ey. Schade. Hast du's? Aber. Und jetzt fahr ich. Jo. Ja, warte, nimm mal hier, warte.
Mach mal auf. Ich hab ein bisschen Hunger, bin ich ehrlich. Und als Snack, so ein bisschen, warum nicht? Geil. Ich habe ein paar von dir gesnackt, Alter. Alles gut, war ja für uns beide geplant, ne? Was hast du da geholt? Barbecue-Paprika. Oh. Nee, ungarisch. Ja, ich weiß, ich sag das immer, Paprika, ungarisch, Paprika ist das gleiche. Und Barbecue, ja, Barbecue genehmige ich mir mal, ne? Danke. Töte mich bitte. Da liegen aber viele Sachen, da haben wir Wertsachen verloren. Hoffen wir mal nicht, dass es unsere Betten sind, die geliefert werden. Ja, wollte ich gerade sagen. Nee, wir haben ja oben bei der bei dem Jadfa, also bei dem Gefängnis, bei dem neuen gesagt. Also. Die Stadt weiß ja schon. Dann zeichnest du die dann wieder mit Toiletten und so. Ich hab dich ja hier, Buddy. Kann ich nicht. Ich bin voll. Ich kann keine mehr machen. Du musst das machen. Scheiße. Ja, Moment, dann mach ich das gleich. Na scheiße, was denn ich voll bin mit. Oh, das. Nee, du hast ja nur einen. Ja, dann pack die Nägel weg, die sind ja schon jetzt fertig. Es geht ja nur um die Inneneinrichtung großartig. Deswegen pack was weg oder so. Machen bitte was weg, wir haben ja nicht Ewigkeiten sein. Komm mit rein. Komm das. Nö. Wir haben jetzt die Toiletten erstmal geholt. Wir haben die Toiletten, gleich holen wir noch die Bett Rahmen. Und wir haben die Karre erstmal aufgetankt. Die Bett die Matten, die kommen hier gleich an, die werden geliefert. Wir holen gleich Bettrahmen. Ja. Ich habe jetzt einfach mal 20 Matten geholt. Und ja. Wir haben jetzt 4 Toiletten geholt. Es hätten 16 gereicht. Egal. Auf Vorrat ist immer gut. Oh, sind die schwer schon wieder. Oh. Nee. Nee, haben wir noch nicht. Hier, oh, ich küsse dein Auge. Uno, welcher Funk? Das, Funk 109. Dort sind. Ja, ich bin sogar am Funk 109, das ist das Geile. Gut, ich werde mit dem Skateboard erstmal unterwegs sein. Ich muss mal kurz zur Polizei und denen alles auch offenbaren, wenn gerade momentan nur ein Polizist davon Bescheid weiß, muss ich mal ein bisschen mehr Aufklärung sorgen. Mhm. Und Jack, war dran. Jack, ah, hier sind die Matten. Ja. Check. Ja. Ah, hier sind die Matten. Wunderbar. Hier sind die Matten. Jawohl. So. Ich bin mal mitzutragen, das ist ihm schwer hier. Du Scheiße, Mann. Ich muss kennzeichnen. Warte, lass das doch mal so in eine Linie tun, damit wir nicht 4 machen müssen. Genau, das wollte ich gerade machen. Ich wollte die gerade aufeinander stapeln. Wir stapeln die mal aufeinander. Nicht aufeinander stapeln. Was, doch, wenn doch, die fallen? Doch, wenn die einmal fallen? Chef, wie viel Zellen noch mehr an jeder Wand? Oh, benutze den Gabelstapel, ich schaff das nicht. Nee, wir machen 2 auf immer, 2 auf 1, immer 2 auf 1. Ne, das sind die Matratzen. Nein, das sind auch die Toiletten. Das hier sind die Toiletten. Das sind die Matratzen. Dann habe ich jetzt eine Matratze mitgenommen. Gut, das sind das hier die Toiletten hier. Ja. Ich schuld die anderen Matratzen. Ja, die sind auch nicht gekennzeichnet, die geben sich nie Mühe bei der Kennzeichnung. Guten Tag, Chef. Guten Tag, Kanzler. Ja, müssen wir aussteigen. Hallo, darf ich aussteigen? Ja, er ist gerade noch dabei. Was ist denn da? Ja, das sind die Toiletten, Bettmatratzen, Betten. Ja, warte, Ey, jetzt brauche ich zum Scheißen. Bettmatratzen. Schrauben, leeren Karton von den Schrauben und so habe ich schon weggeräumt. Ah, genau. Ja? Warte mal, warte den Sekurs. So umbenennen deins, so. Hier, das heißt 2, 3, 9, 9.
steht das den jeweiligen Leuten. Ah, das hat doch ja schon angefangen, mit dem erzählen. Na, hier sind die Spieler auch gebeten. Boah, ist der groß, die Auswahlwiese. Herkommt, dann auf der anderen Seite wird auch nochmal welche hinkommen. Hier. Also, ich weiß nicht. Also, Billardtisch kommt nicht hier draußen. Dafür machen wir vielleicht nochmal. Ja, auf jeden Fall. Nein, natürlich ja. Nicht, natürlich nicht. Alles gut. Aber ich weiß, was fehlt. Man braucht auch Hände waschen in der freien Natur. Ja, hast du. Cool. Ich geh ein bisschen Basketball spielen, ich hab grad Lust. Warte mal. Ja, muss sein. Also, hier sind wir ja. Ein bisschen weiter. Können auch hier Leute, die Gefangene trainieren.